Und damit ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier bei Bricklegger und Aufbauvideo zum Leopard 2. Ihr wisst ja noch, dass wir letztes Mal eine Notbremsung gemacht haben, weil es einfach zu viele Elemente waren, die gerade kommen. Und ich baue jetzt einfach mal den ersten Aufbaupart weiter, also den ersten Bauabschnitt. Denn ich habe jetzt mal geguckt und es sind wirklich nochmal 40 Schritte, fast 40 Schritte, die jetzt kommen. Und da war es gut, dass wir die Cut gemacht haben. Weil sonst wäre das wäre eskaliert. Das muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein, dass wir so hart eskalieren tun müssen. Jetzt bauen wir auf jeden Fall eine zweite Achse auf. So, jetzt brauche ich das Gegenstück davon. Das Suchen frisst halt immer so viel Zeit, ne, Leute? Das geht gar nicht. Ich brauche dich nochmal. Und ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Weil bisher habe ich alles gefunden, was ich brauchte. In diesem Modell. Joa, ich sehe nicht. Nüscht, nüscht, nüscht. Und davon eine Menge. Da ist er. Hab ihn. Den habe ich beiseite gelegt. So. Jetzt zwei Schrägen. Aber schmale Schrägen. Hier. Nein. Richtige Größe, falsche Farbe. Gut, dass ich die noch nicht angesetzt habe. Da ist einer. Das sieht doch schon mal besser aus. Das sieht deutlich besser aus. Davon jetzt noch einen zweiten. Bitte, danke. Hier liegt nichts. Das Suchen ist halt echt Kotze, ne? Ihr beiden geht nun beiseite, damit ich nicht euch immer wieder sehe. Da gefällt ihr mir nicht. Aber wo zum Kack ist der nächste Stein? Nö, 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 nö. Jo. Ich mach kurz Pause und such den und dann bauen wir weiter. Ihr kennt das, wenn es zu lange dauert. Wieder zurück, es müssen doch die beiden sein. Na gut. Ich habe das jetzt nochmal von einer anderen Sicht aus gesehen. Und der farbliche Kontrast ist dann doch zu eindeutig für diesen Fehler, den ich begangen habe. Nope, der ist falsch rum. Ah, Leute. Heute ist guter Tag. Ein guter Tag zum falsch liegen. Okay, jetzt kommen hier zwei Leuchtnöpfchen rein. Und du auch. Finde ich cool. Die finde ich Premium, die Dinger. Dass die mal auffällig sind. Zu sehr auffällig. Okay, Zahnräder dran. Vier Stück. Das ist ja nicht so wild. Wenn ich sie richtig rum draufsetzen würde. Zahnkranz nach außen, jeweils einmal. So. So und so. Und ich mache es wieder falsch rum. Ich bin so eine Nuss gerade. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Heute läuft. Läuft richtig gut. So, Montage. Und damit sind wir wieder voll im Zeitgeschehen drin, wie es sein soll. Schritt 5. Okay, wir brauchen eine 7er Platte habe ich. Eine 5er Platte habe ich. Einen 1er Noppenstein, also einmal 1 Noppe. Habe ich schon auch hier. Haben wir. Super. Und zwei von diesen runden Noppen. Einer. Und einen zweiten, wo ist der? Da. Habe ich euch. Habe ich euch. Schön. Zack, zack. Dann du in die Mitte. Du links und du rechts. So sieht das jetzt aus. Super, ne? Okay, jetzt die beiden kommen hier hin. Einfach diese grauen Spinnen. Dinger.
Wie kann die? Fokus. Ja, man sieht sie. Okay. Ein Ärmchen. Echt jetzt? Ist richtig. Okay. Jetzt die mit dem Prinz. Die beiden. Nein, ist nicht beprintet. Auf jeden Fall, du hast einen Print. Und zum Arm hin. Also so. Und die schwarze Seite nach da. Und du kommst auf die Seite. So. So sieht das gute Stück jetzt aus. Ist richtig, ne? Jo. Und den bauen wir einfach mal so hier dran. So. Richtig. Okay. Nächster Schritt. Eine 1x7er Platte. Ne, 2x7er Platte und zwei große. Du siehst aus wie eine 7er. Bist eine 7er? Schön. Die 7er kommt hier ein versetzt. Nee. Kommt genau bündig dran. Okay. Dann kommen die großen. Die sollen bis. Ja, bis dahin gehen. Genau, bündig. Alles super. Passt. Und eine graue. Graue Platte. Davon haben wir nur eine, die fällt auf. Die ist sehr auffällig. Okay. Jo, das läuft. Läuft gut. Fokus. Fokus hier. Fokus. Fokus. Jetzt, so ist gut. Das ist mein Traumbaby. Okay, jetzt brauchen wir eine 3x3er Platte. Ich würde es hier davor oben vermuten, aber da liegt es nicht, weil sie hier liegt. Okay. Die 3x3er Platte geht einfach hier rein. Dann einen schwarzen Brick. Davon haben wir nur einen. Der kommt einfach hier so rein. Herrlich. Dann eine 2x5er Platte. Haben wir auch direkt gefunden. Also gerade läuft, muss ich ja mal sagen. So, okay. Und zwei 2x3er Platten. Läuft. Wie viele Minuten haben wir? 7 auf dem Tacho bei Arbeitsschritt 9. Nein, tu nicht. Siehst du? Da muss man drauf aufpassen, dass man die richtigen Platten nimmt. So. Große Verwirrung. Okay. Schwarze Platte habe ich. Die kommt bündig hinten ran. So, als ob nie was gewesen wäre. Dann eine 2x5er Platte. Da. Die kommt zwei versetzt. Sieht gut aus. So. Dann du hier hin. Bündig dran. Ist richtig, ne? Jupp. Und jetzt eine Fliese. Müsstest du sein. Ja, sieht gut aus. Schön. Schön, schön. Oh Gott, das ist so orange auf der Kamera. Ich sehe das gerade das erste Mal richtig. Uff. Ja, ist wie das Rot vom roten Baron, ne? So, was brauchen wir jetzt? Eine Fünferplatte. Du? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein. Nee, du bist kein Fünfer. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich Esel. Ja, okay. Du. Dann jetzt dunkelgraue Steinchen mit Doppelnoppe. So und so. Hier kommt jetzt wieder nur eine 1x1 Platte hin in Grau. Die hat man schon in der Hand. So. Und ein laut Kobi Database im Internet soll das ein Granatenwerfer zweiarmig sein. Ich glaube aber nicht so dran. So, haben wir gemacht. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen diese Eckdinger.
Einmal, dann brauchen wir davon den kleinen Bruder. Haben wir. Eine 4x4er Platte. Einen. Eine 7x2er Platte. Das müsstest du sein. Sieht gut aus. Und zwei Abdeckungen von unten. Wie du so eine glatte Fläche hast. So. Die brauchen wir jetzt alle für diesen Arbeitsschritt. Das heißt, du wirst umgedreht, du auch, du auch. Oh, das ist wieder so eine Kacke. Okay. Also irgendwie so sollen die dran. Und so, dass das so ist. Dann bündig. Und der soll so, wenn ich das richtig deute, also der soll bündig sein und so hier dran. Ja, ist richtig, okay, alles richtig gemacht. Keine Hektik, wir haben alles richtig gemacht, gut. Läuft bei uns. So, jetzt du dahin. Dann wieder so ein schwarzes Antipasti-Ding. Und dasselbe nochmal. Diese Abdeckplatten. Und davon gibt es noch schmale da hinten. Ah, okay. Faszinierend. Okay. Dann drehen wir das Ding jetzt um. Dann brauchen wir jetzt geprintete Elemente. Einmal den hier. So. Dass die 60 hier steht, ist richtig. Jetzt hier so einen schwarzen Bla. Ihr seht es gleich, was ich meine. Genau, so. Einen 1x1 Noppenstein. Also Platte. Sieht gut aus, ne? Tja, ich bin begeistert. So, 2x3 in Schwarz. Und 2x6 in Schwarz. Da haben wir es. Beides Urlaub. Das wird schön. Na gut, eine Woche vor Weihnachten sollte man sich auch für Urlaub freuen dürfen, oder? Ist ja nicht mal mehr eine Woche. Es ist. Lass mich lügen. Weniger als eine Woche. So, jetzt kommst du daneben. Hier kommt ein Ärmchen ran. Haben wir noch ein Ärmchen? Wir haben noch ein Ärmchen. Hey. So. Hier kommt jetzt wieder so eine Leuchte rein. Finde ich ganz cool, wie gesagt. Die feinert auch mega auf. Ihr seht gleich, was ich meine. So. Fällt halt mega auf, ne? Diese Noppe. Und eine geprintete Dachkachel. Da ist er. So. Das wird jetzt montiert. Hey. So. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. So sieht das ganz gute Stück jetzt aus. Nach 16 Schritten. Diesen Part. Jetzt dasselbe nochmal auf der anderen Seite. Okay, du. Du. Da hinten. Und eine was? 6er Platte. Ja, da haben wir eine 6. Und jetzt wieder diese Abdeckung für Platten. Bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Und dasselbe nochmal in grün. Zack, zack. Zack, 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 zack. Bündig. Dann wieder. So war das, ne? Und so. Genau. Wieder richtig. Okay. Jetzt. Okay, du und erst du, dann du dazu, Schubidu, keine Ahnung, bin einfach viel zu happy gerade, auch wenn es Sonntag ist. Wieso bin ich so happy? Ich habe keine Ahnung. Ich sollte vielleicht nicht so happy sein, aber ich bin es. Mucho grande, merkwürdig. Aber egal. Einmal umdrehen.
So, jetzt wieder ein geprintetes Element. Das kommt auf die andere Seite. Okay, so. Schön, ne? Sehr schön. Äußerst schön. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Wie es soll. So, du. Und die Steine gehen auch auf. Es wird langsam cool. So. Ich denke, bei so einem großen Modell, also wenn du so einen Tiger hättest, mit diesem auf. Oh, es gibt so einen Tiger, ne? Es gibt zwei, drei Tiger mit. Oh, nee. Oh Gott, wenn ich mir die hole. Oh Gott. Da werde ich mich richtig abfacken drüber. Oh Gott. Ich sehe, das jetzt schon kommen. Oh nein. Und ich kenne mich, ich werde mir die holen. Siebener. Nein. Oder? Ja. So. Alles dran, was dran sein muss. Jetzt kommt wieder so eine Special-Kachel. Die befindet es auf der einen Seite. Schräge, meine ich. Da. Du musst das sein. Richtig. Hat funktioniert. Ich bin begeistert. So, dann kommt jetzt wieder so eine Leuchte. Die ist jetzt aber auch. Ist die dunkle? Oh, die ist dunkler. Läuft. Ist ja egal. Man sieht sie trotzdem. Ist egal. So. Andere Kachel, da. Warte. Warte, 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 warte. Ich muss mal was gucken. Nee, 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 nee. Der muss auf die andere Seite. So. Natürlich gehen die einfach ab. Der muss hier hin. Warum auch immer. Aber er soll da sein. Ich habe das jetzt noch mal gesehen. Diese Riffel hier sollen jeweils nach außen zeigen. Okay. Dann ist das halt so. Okay. Kein Ding. Und du sagst, was? Als ob du jetzt hier hin sollst. WTF? Du sollst hier hin? Wie sieht das denn aus? Aber okay. Ich lasse das einfach mal so. Aber soll so sein. Merkwürdig. Naja. Ich bin nicht der, der sich darüber beschweren soll, wie ein Modell auszusehen hat, oder? Wir haben auch keine anderen Schrägen mehr da, also muss es die sein. Ja, anderes gibt es nicht. So, Schritt 40 bei 18 Minuten. Noch irgendwas vergessen? Nein. So. So soll das gute Stück jetzt aussehen. Tut es auch. Richtig. Oh, der Akku geht zur Neige. Ich muss nach diesem. Nachdem ich den Part hier fertig habe, auch mal einen Break machen, denke ich. So dran hier. Alles da. Genau. Äußerst merkwürdig hier. Naja. Es soll aber so sein. Graue Platte. Hier oben hin. Richtig. Gut. Jetzt. Oh Gott. Schwarz. Schwarz. Jetzt muss ich gucken, weil jetzt kommt das Camouflage-Muster. Oh Gott, das wird strange. Ja. Oh ja. Komm her. Puh. Das wird weird. Weird, weird, weird. Wir haben. Okay, die nicht. Jetzt muss ich gucken, welche passen zusammen. Du und du. Ihr beide nicht. Und ihr beide. So. Okay. Einmal so, einmal so. Jetzt muss ich gucken. Schwarz kriegt einmal den hier. Das steht fest. Okay. Der soll hier auf die Seite. Ist richtig, ne? Hier hin. Dann kommt der dahin.
Und das Äquivalent dazu bist du seine. Ja. Aber Muster bauen ist halt echt übel manchmal. Aber was willst du machen? Ich habe es mir ausgesucht. Aber ihr seht, das Muster geht zusammen auf. Also alles richtig gemacht. So, der andere Batze kriegt. Nein, halt. Der kommt da nicht hin. Der kommt auf den Schwarzen. Gott, das ist verwirrend. Verwirrend. So, und du kommst hier mit dem riesigen Fleck. Okay. Ich entschuldige mich für das Chaos, aber es wird. Die Fliesen gehen zusammen auf, die Muster. Das ist das Wichtigste, glaube ich. In dieser Situation haben wir gemacht. Okay, Schritt 43. Eine 7 mal, nee, 6. 6? Nee, du bist falsch. Warte, 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 warte. Nee, ist doch eine 7er. Was laber ich denn hier für eine Grütze heute? Okay, die gehen bis Anschlag. Noch eine 7er Platte irgendwo? Hier ist eine 6er. Okay. Geht auch bis Anschlag. Okay, passt. Da kommen jetzt zwei von den Platten drauf. Jeweils eine so und eine so. Passt. Das war Schritt 43. Jo. Okay. Schritt 44. Ich bin da. Okay, jetzt wollen wir gucken. Grau. Ist richtig, grau. Nee, grau ist falsch. Oder? Nee, 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 grau ist falsch. Nicht grau. Du. Ich war gerade verwirrt, weil ich ja auch graue Steinchen habe, die jetzt kommen. Okay, die grauen auf jeden Fall. Zwei Stück. Und die drei Gegenparts. So. Just how. Die werden dann so zusammengelegt oder was? Ja. Noppen. Ja. Horizontal, bevor vertikal. So. Und so. So. Richtig, okay. Jetzt kommt eine glatte graue Plate. Ein Zweier. Passt. Zwei Einer Noppen. Derselben Farbe. Keine Variation diesmal. 2x3. Die kommen einfach hier hin. Okay. So und so. Finde ich gut. So, jetzt brauchen wir wieder Scharniere. Zwei Stück. Dann eine schwarze Platte. Zwei schwarze Platten. Sorry. Die Scharnierparts. Eins beprintet, eins ohne Print. Zwei schwarze Plates. Und zwei mal die hier. Alles da, was da sein muss. Das ist gut. Du gehst mal auf deinen Kumpel. Und dann bauen wir einfach mal drauf los. Also, wie fängt die Scheiße an? Also, Scharnier mit Camouflage. Scharnier ohne Camouflage. In diese Richtung, genau. Okay. So, das ist der Grundpart. Dann kommen links und rechts jeweils eine schwarze Plate dran. So und so. Und dann geht's los. Warte, 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 warte. So, okay, so. Genau, okay. Also der hier hin. Der muss ja bündig da dran sein. Alter, so. So soll das jetzt aussehen.
Und dann kommt dazu eine 4x4 Platte. Genau. Und dasselbe auf die andere Seite. Als ob wir nie was anderes gemacht hätten. Schön. Schön, schön, schön. Jo. Nicht mal. So. So. Und so. Zwei wunderschöne Gegenparts. Hammer, Hammer. Ach, die werden jetzt hier vorne drauf gesetzt. Okay. Ah, die werden da drauf gesetzt. Ah, so. Okay, jetzt muss ich gucken. Das Schwarze. So rum. Und nach vorne zulaufend. Und dann ein überlappend. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Passt ja auch. Gerade gespürt. So, so soll das jetzt hier hin. Haha, passt sogar. Ich bin ja irgendwie begeistert. Ne, irgendwie passt das noch nicht. Oder? Warte, 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 warte. Die sollen jetzt. Doch. Die sollen jetzt so hier dran. Theoretisch. Dann stehen die doch einen über. Sollen die einen überstehen? Sollen sie. Passt aber nicht dann. Hä? Ist richtig. Dann verstehe ich das gerade noch nicht. Warte mal. Ne, dann sind die falsch. Da müssen die noch einer vorne. So. Entschuldigung. Aber ist halt jetzt so. What? Ja, schon. Nee, geht gar nicht. Hä? Was ist das denn? So, warte mal. Ich gucke mir jetzt mal das Bild ganz genau an. Die stehen ein über. So. Das soll ja auch so passen. Da verstehe ich aber diese hier nicht, weil die haben hier gar nichts zu suchen. Und nee, ich weiß, was der Fehler ist. Okay. Ich weiß es. Okay, so. Ich habe den Fehler gefunden. Ausfindig gemacht. Bündig. So soll das sein, ne? Sehe ich das richtig? Ja, das ist besser. Okay, das ist definitiv besser. Soll ich gucken? Der war so hier dran. Okay. Und die waren dann jeweils so, ne? Und jetzt müsste das eigentlich passen. Haha. Jetzt wird ein Schuh draus. Guckt euch das an. Jetzt kannst du das fixieren. Die sind jetzt alle schön bündig zueinander. Das Schlachtboot entsteht. So. Ich setze mich mal anders hin. Und weiter geht die nächste Fuhre. So. Die wilde Sause. So. So. Jo. Also. Du hier hin. Bündig Kante nach außen. Genau. Und du hier hin. Bündig Kante nach innen. Okay. Hat jetzt ein bisschen Zeit gefressen, aber was willst du machen? Okay, jetzt kommen diese ganzen Scharnierchen hier. Und ein dreimal in Schwarz. Okay, so. So, auf der Seite sollen die beiden kommen. Sehe ich das richtig? Jo. Also, so, dann du daneben. Hä? Warte. Schrägen sind hier. Und die eine Noppe soll. Ach Gott, ist das weird.
Interessanter Bau, aber weird as fuck. Oh nein. Ah, ich wusste, dass es abfällt. Egal. So, du bist dran. Und die schwarze Noppe hier vorne hin. Genau. Jetzt auf der anderen Seite. Der eine überlappend. So. Dann du. Dann du. Und eine 1x1 Platte hier hinten als Abschluss. Element. So, Kette lasse ich jetzt erstmal ab. Ist mir egal. So. Ich mache jetzt hier keinen Cut, weil das Video ist gleich vorbei. Ihr seht, es sind kaum noch Teile existent. Ich schätze mal Anschlag. Sieht gut aus. So. Dann 2x3er Platte. Die kommt so hier dran. Aha, das klang nicht gut. Nee, das klang echt nicht gut. Geht da wieder rein. So, okay, da muss man echt drauf aufpassen. Okay. Interessantes Bauvorhaben hier. So, dich nochmal. Genau. Okay. Aber das Muster finde ich ganz cool. Es hält sich irgendwie bei. So, den haben wir dran. Das haben wir, das haben wir. Okay. Jetzt kommt du. Jetzt kommt du. Geil Deutsch. Kommst du so dran? Genau. 2x3er. Oh, ich glaube, ich habe eine falsch verbaut. Kann das sein? Das ist eine Signalfarbe und weiß ich nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich baue die einfach mal ein. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, da kommt vorne eh nur Abdeckung drauf, das sieht man nachher nicht mehr. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich da einen Fehler irgendwo eingebaut habe. Gab zu viele Muster, auf die man achten hätte müssen. Okay, next. Du mit dem Bein. Das Gelenk für den Drehtürmchen. Aber ich finde es witzig, dass der wirklich von Grund auf so das Muster behat. Ich hätte gedacht, das kommt erst gegen Ende. Nein, die machen das schon am Anfang rein, die Kobi-Leute. Die Kobianer. Oh, Kobianer, das ist ein schönes Wort, das merke ich mir. So, ein versetzt. Genau. Ist richtig. Jo. Dasselbe nochmal hier oben. Herrlich. Und zwei von diesen Dingern. Die kommen. So hier dran. Okay. Da. So. Schön. Ruhe nach hinten. Jetzt wird gezaubert. Hellgrau. Beiden Scharniere. Beiden Gegenstücke. Ja, das ist gleich vorbei, der Part. Lass es 40 Minuten Part sein. Aber ich hoffe, ich das jetzt wieder alles zusammengeschnitten. Das wäre über eine Stunde gegangen. Nee, ich hätte das so besser, glaube ich. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das so zu machen und ich werde das jetzt auch künftig so beibehalten. Du musst dann immer gucken, wie viele Schritte ein Part hat. Aber das ist ja nicht so wild. Hinten dran. So. Und so. Ich frage mich jetzt, wo das Dunkelgrau herkommt. Warum ist das da? Warum existiert das? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder Fehler gemacht. Kuhhell. So. Und so. Genau. So. Letzten zwei Schritte sehe ich gerade. Montage von denen. Beiden. Du. Das. Oh, ich glaube, die kommt hier rein. Ja, okay. Habe ich vergessen einzusetzen. Naja, nichts Wildes. Hier. Ne, zwei versetzt.
Hier müsste es sein, ne? Dann bist du zu weit oben. Nee, hä? 2, 4, der müsste hier sein. Das heißt, der ist zu weit oben. Da muss auch 2 rein. Und du bist auch falsch. Alter, läuft gerade gut. Kurz Pause, ich muss das beheben. Sekunde. Und weiter geht's. Letzten 2, 3 Handgriffe noch. Und dann ist das Thema durch. Für heute. So, ich baue den jetzt hier an. Also der war um einen versetzt. Ist ja kein Ding. Jetzt kommen die zwei Haken hier. Ich habe mal wieder eine fancy Technik. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sich das hier durchzieht. Konsequent. Bisher ist ganz cool. Ich mag das. Ich bin positiv überrascht von dieser. Ich hatte Angst vor dieser Farbgebungskacke, aber ungerechtfertigt, so wie es aussieht. Definitiv. So, die Kette wieder anbauen und dann war es das eigentlich auch schon, ne? Ja. Links und rechts ein Ärmchen. Passt. So. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten, dass ihr wieder dabei wart, dass wir den zweiten Part doch noch in der Zeit, wie ich wollte, hingekriegt haben. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt, wir bauen den Leoparden auf. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, Kommentare da lassen, Likes da lassen. Was sollen wir als nächstes bauen? Und dann sehen wir uns im nächsten Part, würde ich mal sagen. Ich bin raus, euer Brickleger, und freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich, das Modell weiterzubauen, weil es ist doch cooler, als ich dachte. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird. Aber egal. Schön ist schön. Ja, dann sehen wir uns im nächsten, beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir bauen weiter. Tschüss!